Unternehmen wollen ihre Stellen also passend besetzen, das wissen wir ja schon. Und deswegen wird hinterfragt, welche Kompetenzen sie haben, was sie können und was sie nicht können, was sie fachlich und persönlich von anderen unterscheidet, was sie antreibt und motiviert und welches Potenzial sie für zukünftige Aufgaben mitbringen. Also ganz wichtig ist natürlich, klar kann ich eine Stelle besetzen mit jemandem, der jetzt auf diese Stelle passt, also der jetzt den Haufen von links nach rechts bewegt. Aber es kann ja sein, dass ich in einem halben Jahr jemanden brauche, der sich auch überlegt, wie ich diesen Haufen gar nicht erst bekomme, sozusagen mal über den Tellerrand zu denken, wie ich die Arbeit vermeide. Und dann nutzt mir das natürlich nichts, dass ich jemanden mit seinen Fähigkeiten einstelle, der zwar gut die Sachen wegarbeitet, also ich sag mal so ein fleißiges Bienchen ist, aber wenn ich jemanden brauche, der sozusagen eher überlegt, wie ich die Arbeit optimiere, dann braucht man vielleicht noch ein paar andere Eigenschaften. Und das heißt, diese Jobs entwickeln sich heute immer weiter und deswegen muss man auch so ein bisschen darauf achten, was jemand an Potenzial mitbringt, wie er sich entwickeln kann und wie die Aufgaben sich vielleicht auch weiterentwickeln. Genau, also im Lebenslauf müssen Sie erklären können, Fokus, warum und wozu, Stärken und Schwächen kennen, Fehlschläge erläutern können, also in dem Bewerbungsgespräch besser gesagt, die Lerneffekte, den Sie daraus haben. Es geht nicht darum, dass alles perfekt läuft. Sie können total coolen Lebenslauf haben. Wenn Sie sagen, in der Schule haben Sie irgendwie Abitur mit 3,9 gemacht, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch rechnerisch möglich ist, aber wenn Sie es haben, dann und sagen, sie haben echt nicht gelernt, es hat ihnen keinen Spaß gemacht und haben jetzt aber im Studium gute Noten gezeigt, dann sagen sie auch bitte, dass es einfach zur Schulzeit echt nicht gepasst hat. Also sie haben es gelernt, sie haben es anders gemacht, sie zeigen jetzt die Leistungen, aber da müssen sie jetzt nicht erzählen, sie wollten eigentlich einen Notendurchschnitt von 1,5, bringt ja nichts. Also dann hätten sie auch mehr machen müssen. Genau, Gedanken zur persönlichen und fachlichen Zukunft sollten sie natürlich für sich überlegt haben. Dann kennen Sie das Unternehmen, Märkte, aktuelle Entwicklungen, Konkurrenten, Zahlen, Daten, Fakten, also ZDF, ganz wichtig, habe ich neulich gerade wieder ein Bewerbungsgespräch gehabt, lief eigentlich sehr gut das Gespräch, fragt also der Fachbereich, ja, wie viele Unternehmen sind denn im DAX? Wissen Sie denn unser Prämienvolumen? Was war denn noch? Ach so, wissen Sie denn, wie hoch die Hannover-Rück-Aktie gerade steht? Das waren drei Fragen. Keine dieser Fragen konnte richtig beantwortet werden. Und es ist leider natürlich so, dass sie sich die Dame jetzt auch nicht fürs Sekretariat beworben hat, wo man noch sagen könnte, naja, gut. Also, ne, sondern es ist wirklich für eine Stelle gewesen, wo diese Informationen auch wichtig sind und wo man von Bewerber meines Erachtens auch erwarten kann, dass er sich darauf vorbereitet. Genau, kennen Sie Ihr Aufgabengebiet? Wissen Sie eigentlich, was ein Controller macht? Einfach auch abzugleichen, wenn jetzt im Bewerbungsgespräch noch was anderes erzählt wird. Manchmal sind die Aufgaben ja nicht so ganz klar immer, dass Sie da einfach auch vernünftig nachfragen können. Und was lesen Sie eben aus der Anzeige heraus? Hat man eben schon gesagt. Alles zusammen müssen Sie im Gespräch rüberbringen, dass Ihr Kompetenzschlüssel passt. Ich habe jetzt mal so typische Fragen mitgebracht und was eigentlich gefragt ist. Also nehmen wir jetzt mal das Erste. Fassen Sie bitte Ihre wichtigsten Stationen kurz zusammen. Was glauben Sie denn, was ich damit bezwecke, wenn ich das frage? Na, irgendwelche Ideen? Ja? Ja, jetzt gehen wir mal davon aus, dass es Ihr Leben ist, dass Sie das schon wissen. Ja, genau, genau. Ich will wissen, das ist die erste Arbeitsaufgabe. Ja, also ist die erste Arbeitsaufgabe, können Sie die Zeitvorgabe einhalten? Wenn ich sage 2 Minuten, Frau Ruppert hat das letzte Woche auch so schön oder vor 2 Wochen gemacht, ich glaube, ich hatte, glaube ich, auch 1 oder 2 Minuten Zeit vorgegeben, und dann sitzen Sie da schon 5 Minuten, schwierig, üben Sie es. Üben Sie es einfach mal mit jemandem, mit einem Freund oder für sich selbst, sprechen Sie es aufs Band, aufs Handy, wie auch immer und versuchen Sie sich mal selbst zu präsentieren, die wichtigsten Sachen und messen Sie mal die Zeit, wie lange das gedauert hat. Kürzen, 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 sehen Sie zu, dass Sie die Zeitvorgabe von 1 Minute einhalten und als Variante vielleicht nochmal 2 oder 3 Minuten, dann halt ein bisschen ausführlicher. Je näher Sie da drin sind oder je schneller Sie da durch sind mit den wesentlichen Fakten, desto besser kommt das im Gespräch an. Wenn Sie unterbrochen werden, ist das ja kein Problem, dann sagen Sie was dazu. Werden Sie aber nicht zu ausführlich. Es sei denn, der andere sagt, können Sie mir noch mal ein bisschen mehr erzählen. Das passiert auch manchmal. Dann ist sozusagen die Aufgabenstellung quasi kaputtgeschossen vom Fragensteller. Aber das ist noch mal was anderes, als wenn Sie das selber von sich aus machen. Also wie ist Ihr Zeitmanagement? Verlieren Sie sich in Details, wird dabei abgefragt. Und rechnen Sie damit, dass das bei internationalen Unternehmen auch in einer anderen Sprache passiert. Bewerben Sie sich zum Beispiel auf einer Stelle, wo Spanischkenntnisse notwendig sind, dann wird das wahrscheinlich in Spanisch passieren. Ansonsten halt in Englisch, kann auch passieren. Ich mache das nicht so gerne, weil bei vielen Stellen ist es eben auch so, es muss nicht das perfekte Englisch sein und es ist einfach so, dass die Bewerber sowieso schon total aufgeregt sind und wenn das dann nicht
so gut ist das Englisch, dann denken die manchmal schon, ach Mensch, jetzt habe ich mich schon total rausgeschossen und dann komme ich überhaupt nicht mehr an die Person dran, weil die ganze Zeit im Kopf haben, oh, das lief total blöd, ich kriege diese Stelle nicht und so weiter und ich hätte sie doch so gerne. Also dann stehen sie sich so ein bisschen selbst im Weg, deswegen mache ich das nicht, ich schwenke irgendwo im Gespräch mal lieber um. By the way, hat es noch einen riesen Vorteil, auch aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich bin ja auch nicht immer super vorbereitet. Ich meine, wie sieht der Alltag aus? Ich habe einen Termin nach dem anderen und wenn ich Pech habe, dann habe ich 2 oder 3 Gespräche hintereinander und habe auf dem Weg von dem einen Gespräch vielleicht noch gerade Zeit, im Fahrstuhl mir nochmal die Bewerbungsunterlagen anzugucken. So, das heißt, man ist noch nicht so richtig drin. Wenn ich jetzt aber von Ihnen schon mal die wesentlichen Stationen höre, schwöre ich Ihnen, ich kann ein ganzes komplettes Bewerbungsgespräch mit Ihnen führen, ohne dass Sie mitkriegen, dass ich eigentlich keine Ahnung habe. Also, das geht sehr gut, aber man muss natürlich sehr nah bei dem Bewerber sein. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache, ja, dass man nicht vorbereitet ist. Es ist nur leider so manchmal, dass es vorkommt und es ist halt für beide Seiten ganz hilfreich, einfach das nochmal abzufragen. So, nächste. Beschreiben Sie sich doch mal bitte als Person. Wer ist denn eigentlich Melina Müller? Erzählen Sie uns doch mal ein bisschen was über sich. Was glauben Sie denn, was ich da wissen will? Hm? Na, irgendwelche Ideen? Ja? Ja. Genau, Sie denken, ich will damit die Soft Skills wissen. Will ich auch wissen, ja? Was noch? Ja, ich hätte angenommen, dass man vor allen Dingen damit die Selbstreflexionsfähigkeit des Bewerbers auch gut beurteilen kann. Also wenn sozusagen das Selbstbild dann von mir als Bewerber präsentiert wird, das war ich völlig mit dem ersten Eindruck, den Sie haben, dann merken Sie, okay, die Reflexion ist vielleicht nicht so die beste. Ja. Genau, also in der Regel ist es so, je besser das jemand gut für sich beschreiben kann, ist das ein wichtiger Indikator dafür, wie gut die Selbstreflexion ist. Kandidaten, denen da erstmal so 1 oder 2 Sachen nur einfallen und dann die ganze Zeit rumstammeln, da weiß ich schon, die haben bis jetzt noch nicht so viel über sich nachgedacht. Genau so ist es. Ja, noch was? Ja? Ja, kann ich natürlich auch später nochmal abfragen, aber den... Ja doch, den kann man da auch gut bringen. Also manche sagen dann zum Beispiel, sind im Alter von 8 Jahren mit ihren Eltern aus Russland oder so nach Deutschland übergesiedelt. Das ist so ein Klassiker, wo ich natürlich auch viele Informationen nochmal dadurch kriege. Ne? Also wenn jetzt jemand zum Beispiel, hatte ich jetzt gerade auch die Woche erst, da war eine Bewerberin, die ist in der 11. Klasse ist die nach Deutschland gekommen, die hat überhaupt kein Deutsch gesprochen, hat dann die 11. Klasse 2-mal wiederholt, das erste Mal quasi nur, um überhaupt die Deutschkenntnisse erstmal zu lernen, hat dann Abitur mit 1,7 gemacht. Das ist natürlich schon beeindruckender als jemand, der die ganze Zeit hier in Deutschland gewesen ist. Ne? Also das sind alles so kleine Hinweise, die man kriegt. Also was will ich wissen? Kennen Sie sich selbst? Da nochmal wirklich auch den Tipp, eben den Kompetenzschlüssel rüberzubringen. Sie sollen ja nicht sagen, mein Kompetenzschlüssel ist, das wirkt ja nur bei uns vielleicht und wirkt auch zu aufgesetzt. Aber es geht letzten Endes nur darum, dass Sie wirklich sagen, was haben Sie für Hard Skills, was haben Sie für Soft Skills, was bringen Sie für die Stelle mit, einfach diese Eigenschaften nochmal zu nennen. Und die Bewerber machen das ganz unterschiedlich. Manche sagen, meine Stärken sind das und das und was ich nicht so gut kann oder was ich vielleicht noch lernen musste, wäre das und das. Können Sie alles machen, wie Sie möchten. Aber wenn Ihnen nicht so viel einfällt, dann ist es besser, nochmal über die Stelle nachzudenken. Was bringen Sie für diese Stelle mit, auch bei den Schwächen? Vielleicht sagen Sie, Ihnen sind schon total viel gereist, aber sind immer in privaten Kontakt mit Menschen anderer Nationalitäten gekommen. Vielleicht haben Sie es noch nicht im Geschäftsumfeld. Dann können Sie natürlich super sagen, ja, also ich glaube, was mir echt leicht fällt, ist auf Menschen anderer Länder, so Kulturkreise zuzugehen. Aber ich stelle mir das doch nochmal herausfordernd vor, im Ausland dann auch zu arbeiten. Denn in der Geschäftswelt, denke ich, ist der Umgang doch nochmal ein anderer, als wenn man jemanden im Restaurant zum Beispiel kennenlernt. Genau, und immer wichtig, auch mit Beispielen belegen, ne? Also wo sie eine bestimmte Erfahrung gemacht hat und müssen sie nicht in aller gänzlichen Tiefe die Beispiele bringen, aber wenn sie sagen, ja, also ich glaube, dass ich ganz gut so auch im Steuern bin und auch in der Organisation, das habe ich schon mal gemerkt und in der Planung, weil ich schon mal ein größeres Projekt an der Uni zum Beispiel geleitet hatte, können sie dann ja sagen. Müssen sie jetzt nicht ins Detail gehen, aber nur so als Beispiel. Genau, und die Eigenschaften sollten natürlich auch zum Anschreiben passen. Was ich ganz oft feststelle ist, dann schreiben die Bewerber 5 Eigenschaften, also was ich bin total motiviert und ich bin teamfähig und ich reise gerne und diese ganzen Geschichten. Und wenn ich dann nach der Selbstbeschreibung frage, dann kommen diese Eigenschaften gar nicht. Da kommen vielleicht 2, aber gar nicht die, die im Anschreiben stehen. Also wenn Sie die im Anschreiben packen, also die, die Sie im Anschreiben packen, sollten die sein aus Ihrem Kompetenzschlüssel und die sollten sich im Anschreiben und im Bewerbungsgespräch dann auch wiederfinden. So, was machen Ihre Eltern, Geschwister beruflich?
Warum frage ich das? Also ich frage das auch nicht so direkt ab, aber es gibt viele Personaler, die das so direkt raushauen. Von daher ist die Frage jetzt nicht unüblich. Aber was könnte ich wohl damit bezwecken? Eine Idee? Ja? Ja. Okay, also Antwort war vielleicht spontan die Reaktionsfähigkeit zu testen. Ja, könnte sein, aber das ist nicht mein Hintergrund, deswegen frage ich es nicht. Irgendeine Idee sonst noch? Ja? Bitte? Genau, über das Umfeld. Und zwar deswegen, die Familie ist das erste soziale Netzwerk. Ich habe das schon gehabt im Bewerbungsgespräch. Also der Ablauf bei mir ist, wir stellen uns vor, erstmal ein bisschen Smalltalk über die Anreise, dann stellen wir uns erstmal selber vor, also dann sagen wir, wie das Gespräch läuft, dann erzählen wir erstmal kurz was über uns als Person und dann kommt der Bewerber mit den Kurzfassungen seines CVs und dann mit der Selbstbeschreibung. So. Und ich habe das schon gehabt, dass Bewerber dann plötzlich ganz viel über ihren Vater erzählt haben. Und ich sage dann irgendwann, und ihre Mutter, was hat die denn beruflich eigentlich gemacht? Und dann sagen die, das weiß ich gar nicht, ob meine Mutter was gelernt hat. Ja, da wäre ich natürlich schon ein bisschen hellhörig. Ich will das jetzt nicht als Ausschlusskriterium nehmen, aber ich sag mal, wenn ich da jemanden habe, der sehr patriarchisch sozusagen erzogen wurde, bei dem vielleicht die Mutter eine untergeordnete Rolle gespielt hat und ich habe da jetzt eine Führungskraft mit am Tisch sitzen, und zwar eine weibliche, dann frage ich mich schon, ob das vielleicht Probleme geben könnte, von der Führungskraft irgendwelche Anordnungen zu befolgen. Oder ob es da immer so Grundsatzdiskussionen gibt oder diese Anweisungen gar nicht umgesetzt werden oder ähnliches. Wie gesagt, das weiß ich da noch nicht, aber ich frage danach. Also da werde ich schon sehr hellhörig und gehe in diese Richtung. Also das ist das erste soziale Netzwerk. Zweitens ist es so, keiner von uns legt ja seine Persönlichkeit an der Garderobe ab. Weder wenn er morgens die Tür verlässt, noch wenn er bei der Arbeit wieder rein und raus geht. Es ist nun mal so, dass jeder von uns persönliche Schicksalsschläge im Laufe seines Lebens haben wird. Und nicht von jedem ist die Arbeitsleistung dann auch immer sehr konstant. Das ist einfach so. Sie werden die Situation haben, dass Sie in einem Team sind und von jemandem die Eltern sterben oder das Kind schwer krank ist oder sonst irgendwas. Dann müssen Sie das im Team auffangen. Und deswegen ist es wichtig, dass man auch ein Interesse daran hat an seinen Mitmenschen und dass man weiß, was die anderen machen und welche privaten Probleme die vielleicht haben und auch ein bisschen Verständnis dafür aufbringt und das im Team anfängt aufzufangen. Und wenn ich aber überhaupt kein Interesse an meiner Familie habe, also das ist ja nur ein Indikator, Sie können ja auch was anderes nehmen. Manche erzählen mir natürlich auch, der Vater ist früh gestorben oder sie sind adoptiert worden. Gut, das sind alles andere Dinge, da muss man so ein bisschen gucken, wie man damit umgeht. Aber das ist ja nun auch nichts Dramatisches, da kann man ja drüber sprechen. Und wenn es da nicht genug gibt oder so, dann ist es auch okay. Ich will nur damit sagen, es ist wichtig zu wissen, dass Sie auch noch Interesse an Ihrem Umfeld haben und nicht nur allein auf Ihren Job fokussiert sind. So. Und wie eigenständig sind Sie, kommen natürlich auch noch dazu. Es ist natürlich so, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel Eltern habe, die ein Handwerk gelernt haben, wo noch nie in der Familie jemand einen akademischen Abschluss gemacht hat und sich trotzdem jemand da irgendwie alleine durchgeackert hat, trotz fehlender Unterstützung vielleicht von den Eltern, weil die das nicht wollten oder weil die das Geld nicht hatten oder was auch immer, dann ist das natürlich was ganz anderes, wenn Sie dann sozusagen sowas verfolgen und auch umsetzen können. Umgekehrt kann auch gut sein, Sie kommen aus einem Akademikerhaushalt, alle sind Zahnärzte und Sie sind jetzt der Erste, der Pädagogik studiert, sage ich jetzt mal. Habe ich tatsächlich auch gerade in meinem privaten Freundeskreis, da hat der Vater ganz klar gesagt, du kannst zwei Sachen studieren, Jura oder Zahnmedizin und sonst nichts. Und der ist totenunglücklich, der hätte lieber eine Modeschule besucht. Also es ist echt ganz unterschiedlich, aber es kommt schon so ein bisschen dadurch auch raus, wie eigenständig Sie sind. Noch eine Frage, welche Werte sind Ihnen wichtig und wie beeinflussen diese Ihr Studium? Alternativ, welche Bedeutung haben diese in Ihrem Job? Was denken Sie? Was will ich damit wissen? Na, eine Idee? Ja? Die Antwort war jetzt sozusagen, ob man sich das Studium bewusst ausgesucht hat oder sozusagen sich das ergeben hat. Das gibt es ja. Manche Leute steuern ihr Leben, manche ergreifen Gelegenheiten. Es ist unterschiedlich. Nicht ganz.
Also, was treibt Sie an? Passt schon grob in die Richtung, aber es geht noch viel tiefer. Passen Ihre Werte zu den Kollegen zum Beispiel? Passen die Werte zu dem Unternehmen? Und wie gut ist Ihre Selbstreflexion? Das ist zum Beispiel eine schöne Frage. Ich habe jetzt gerade 3 Referatsleiterpositionen zu besetzen gehabt und alle Kandidaten, das waren alles Mitarbeiter der Hannover Rück, die sich darauf beworben haben, die habe ich ganz viel gefragt, die ich Bewerberabsolventen niemals fragen würde. Die frage ich aber immer nach den Werten ab und ich habe mir jetzt eigentlich auch vorgenommen, auch Bewerber danach zu fragen, also auch Absolventen nach ihren Werten, weil Werte immer Gegenspieler haben. Ich habe es da unten nochmal aufgeführt. Also Sparsamkeit kann ja ein Wert sein oder ist ein Wert, das kann auch zu Geiz werden. Und ich sage mal so, Großzügigkeit kann mal zur Verschwendungssucht werden. Ja? Und ich sage mal so eine Offenheit, ja, oder Ehrlichkeit, das kann zu Taktlosigkeit führen. Also das ist erstmal ein Wert, aber wenn ich immer ehrlich bin, wenn ich immer allen Menschen grundsätzlich meine Meinung sage, ob die gefragt ist oder nicht, in jeder passenden Gelegenheit oder nicht, also ob da jemand nebensteht, den das brüskiert oder wie auch immer, wenn ich da keine Rücksicht nehme, dann ist es einfach nur noch taktlos. Dann ist es vielleicht offen und ehrlich, dass ich jemanden darauf hinweise, dass sein Hosenstall gerade offen ist. Sag jetzt mal sowas, ja? Aber muss ich den da so vor versammelter Mannschaft, wenn noch 5 Leute drumherum stehen, darauf hinweisen? Ich kann ja auch an die Seite nehmen und sagen, du pass mal auf, ich glaube, deine Hose ist offen, mach die mal zu. Also ne, es ist ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Das ist jetzt vielleicht ein komisches Beispiel, aber es gibt genug Gelegenheiten, einfach irgendwie, wie man eben mit bestimmten Werten, wie die sich verändern können. Und wenn ich die Werte aber weiß, kann ich gezielte Fragen dazu ableiten, um rauszukriegen, wie weit das Ganze geht. Viele sagen ja zum Beispiel als Schwäche, ich bin immer so genau. Ja, ich habe so hohe Ansprüche an mich selbst, auch sehr schön, Klassiker. Was glauben Sie, wie ich da angespitzt bin? Erstmal, weil das sowieso jeder von sich sagt. Zweitens, weil ich nämlich dann nachfrage, wie weit das geht. Menschen, die nämlich sehr hohe Ansprüche an sich selbst haben, können auch nichts abgeben. Es macht ja keiner so gut wie Sie selber. Im Team funktioniert das aber nicht. Im Team müssen Sie verteilen. Im Team müssen Sie auch mal so verteilen, dass jemand eine Aufgabe macht, die ja vielleicht nicht ganz so macht wie Sie selber, aber zumindest können Sie irgendwie mit den Arbeitsergebnissen weiterarbeiten. Also das ist wirklich ganz unterschiedlich, von daher ist das eine wichtige Frage. Jetzt habe ich nochmal den Klassiker mitgebracht. Wollen Sie einmal Kinder haben? Gut, also was ich damit beabsichtige, ich löse das mal gleich auf. Sie müssen diese Frage natürlich nicht beantworten. Das ist unzulässig. Sie wird aber gestellt. Die Männer kriegen das seltener zu hören, würde ich mal behaupten, aber die Frauen auf jeden Fall. So, und was die Leute sich fragen, die Personaler, wenn sie diese Frage stellen, ist natürlich einfach, wie lange werden sie diesen Job machen? Sind sie nur zur Einarbeitung da und dann vielleicht noch ein Jahr und sind dann wieder weg und muss sich dann schon wieder neu suchen? Also, es ist so, sie sollte nicht gefragt werden, diese Frage, aber sie wird leider oftmals gestellt. Und als Ratschlag kann ich Ihnen nur sagen, je nachdem, wie alt Sie sind, wenn Sie zum Beispiel 28 sind und das ist der erste Job, dann wird Ihnen das wahrscheinlich eher wie so ein Damoklesschwert über dem Haupt hängen, als wenn Sie gerade 23 sind und mit dem Studium fertig sind. Das ist auch so. Aber die Frage ist ja, wie Sie darauf reagieren können. Und mein Tipp ist wirklich zu sagen, Sie sind jetzt mit dem Studium fertig, Sie wollen natürlich irgendwann mal eine Familie gründen, aber Sie haben das Studium ja auch nicht gemacht, um sofort schwanger zu werden. Sie wollen jetzt erstmal arbeiten, Sie wollen sich erstmal im Job ankommen, Sie wollen sich erstmal entwickeln und Sie hoffen einfach, dass wenn das dann mal eines Tages soweit ist, dass Sie das auch alles irgendwie unter einen Hut bringen können und dann können Sie gleich bei der Gelegenheit fragen, wie wäre es denn mal so, gesetztenfalls, wie ist das denn mit Ihren Müttern, wenn Leute Elternzeit nehmen oder ähnliches, wie haben Sie das im Unternehmen geregelt? Und wenn die da nichts drauf antworten oder da total echauffiert sind oder sonst irgendwas, dann kann ich Ihnen schon sagen, dann ist es wahrscheinlich kein Unternehmen für Sie, wenn Sie da mal eine Familie in den nächsten 4 oder 5 Jahren gründen wollen. Also wenn Sie die Wahl haben zwischen 2 Arbeitgebern, wo das besser geregelt ist, dann würde ich mich wahrscheinlich für den anderen entscheiden, wenn sonst auch alles passt. Also das ist nur so ein Tipp. Vielleicht das einfach mal dazu. So, und jetzt kommt die Klassiker und dann sind wir auch durch. Welche Gehaltsvorstellungen haben Sie denn? Haben wir ja schon drüber gesprochen, will ich jetzt auch nicht Sie zu sehr mit quälen nochmal. Aber eben diese Sache ist Ihr Gehaltswunsch realistisch? Passt Ihr Gehaltswunsch zu den vergleichbaren gezahlten Gehältern? Haben wir schon drüber gesprochen. Gibt es noch Spielraum für persönliche Entwicklung und damit auch mögliche gehaltliche Anpassungen? Und gibt es hier bereits erkennbares Konfliktpotenzial für die Zukunft, weil jemand sozusagen mit seiner Gehaltserhöhung vielleicht nicht zufrieden ist, weil er ja schon mit einer niedrigeren Basis quasi gestartet ist und wir immer was angepasst haben, aber deutlich sozusagen immer noch unter dem sind, was er sich mal ursprünglich eigentlich schon beim Einstieg gewünscht hat. Sie haben eine Frage. Genau, also jetzt als Absolvent habe ich ja erstmal gar keine Ahnung, was für Gehaltsvorstellungen oder was für Gehälter denn überhaupt durchschnittlich vergeben werden.
Ja. Wie informiert wird. Und das gibt ja durchaus auch Stellen, mit denen ich als Absolvent erstmal gar nichts anfangen kann, also namentlich. Ja. Ich muss mich ja auch erstmal selber orientieren. Wie bekomme ich da Insider-Infos, auch von Firma zu Firma? Ja. Genau, also die Frage ist, wie kriege ich ein Gefühl dafür, was ich überhaupt als Gehaltswunsch äußern kann? Wer hat denn eine Idee, wie man es rauskriegen kann? Ja? Ja, ich würde direkt Leute fragen, die in ähnlichen Branchen arbeiten, oder es gibt sich aber auch bei Internet ein, irgendwie bei Medianen von Gehältern. Genau, also man könnte im Internet natürlich erstmal recherchieren. Sie können auf jeden Fall auf die Webseite gehen, manchmal steht das da auch schon. Wir zum Beispiel bei Hannover Rück haben es nicht bei uns auf der Webseite stehen. Außer für Praktikanten, da steht das Gehalt. Aber wenn Sie zum Beispiel auf Staufenbier gehen, stehen da auch die Einstiegsgehälter von uns. Was könnte man noch machen, um irgendwie rauszukriegen, wie hoch man sein Einstiegsgehalt nennen könnte? Also Internet haben wir jetzt gehört. Gibt es noch irgendwie eine Idee? Ja? Kalkulieren. Also meine Ausgaben auf Studien, dann nur etwas aufschlagen. Ja, sehr gut, sehr gut. Also der Kollege hat gesagt, kalkulieren. Was habe ich sozusagen an Ausgaben und was brauche ich sozusagen zum Leben? Das ist ja das Mindeste. Sie wollen doch nicht einen Job haben, bei dem Sie ihn jeden Monat noch drauflegen und zur Bank gehen müssen, um Kredit aufzunehmen. Sie wissen doch, wie hoch die Mieten sind. Sie wissen, was Sie an Lebenserhaltungskosten insgesamt haben. Sie wissen, dass Sie mal essen gehen wollen. Sie wissen, dass Sie vielleicht auch mal einmal ein Jahr Urlaub fahren wollen irgendwie. Und da kommt doch irgendein Wert raus. Und den können Sie schon mal als Basis nehmen. Also unter dem sollten Sie auf keinen Fall einen Job annehmen. Das ist sehr hilfreich, da das als Kalkulationsgrundlage zu nehmen. Also wie gesagt, Sie können im Internet recherchieren, Sie können auf der Webseite gucken, was Sie Informationen bekommen, Sie können Ihr Gehalt nach unten nehmen. Ich erfahre, also das ist auch eine ganz komische Sache, obwohl im Internet überall steht, wie hoch die Einstiegsgehälter bei uns sind. Gibt es ganz oft Kandidaten, die sagen, ich habe ja schon gesagt, Masteranden 49.600 rundgerechnet, die dann sagen 38.000 Euro. Dann denke ich mir so, Also, warum hat er jetzt 38.000 Euro genannt? Mit ein bisschen Recherche hätte er doch rauskriegen können, dass es 49.6 sind. Dann hätte er gesagt, von mir aus irgendwas um die 48 oder 49 oder 50, ist egal, aber irgendwie sowas in der Größe. Manche schreiben auch genau 49.600 Euro. Da weiß ich ganz genau, okay, die haben sich schlau gemacht. So, was mache ich jetzt mit dem 38.000er? Wenn Sie in einem Unternehmen sind, wo die Politik, also die Personalpolitik ein bisschen anders ist als bei uns, dann werden die sagen, hip hip hurra, 10.000 Euro gespart. So, und nächste Woche wird ein Kollege eingestellt und der hat 49.600 gesagt. Und der kriegt die 49.600. Sie haben beide gleich angefangen, vielleicht mit ein paar Wochen Unterschied, bringen die gleichen Voraussetzungen mit und der eine verdient 10.000 Euro mehr. Dann sitzen sie abends auf dem Sofa und erfahren das. Und dann gehen sie hin zu ihrem Chef und sagen, hey, wieso kriegt der 49.600, weil er besser verhandelt hat. Macht Sie das glücklich? Also ich glaube nicht. Aber ist die Praxis, kann Ihnen passieren. Deswegen sehr gut bitte vorher informieren. Und um das aufzulösen, bei uns ist das nicht so. Die Kandidaten, die bei uns sagen, 38.000 Euro, kriegen trotzdem 49.600. Weil wir eine andere Personalpolitik fahren, weil wir das eben nicht wollen, dass die Mitarbeiter abends da sitzen und dann feststellen, dass sie irgendwie sozusagen besser verhandelt haben, sondern es geht bei uns nach Leistung. Es gibt ein Einstiegsgehalt, das wird geknüpft sozusagen an der Berufserfahrung. Wenn also jemand noch ein bisschen mehr gemacht hat, eine Berufsausbildung und schon 2-3 Jahre gearbeitet hat, ist das natürlich höher. Aber ansonsten wird immer geguckt, wie ist das im Vergleich zu den Kollegen, die schon da sind. Und das auch nochmal ein Tipp, Sie werden ja im Laufe Ihres Lebens den Job wechseln wahrscheinlich, nicht nur einmal. Und Sie müssen sich immer überlegen, die Gehaltsentwicklung, die Sie bis dahin durchgemacht haben, ist orientiert an dem, was Sie bisher gemacht haben. Wenn Sie jetzt also zum Beispiel irgendwann mal nach 4 oder 5 Jahren, sagen wir jetzt irgendein Gehalt von, sagen wir mal, rund 50.000 Euro irgendwo verdienen oder 60.000 und Sie bewerben sich auf eine ganz andere Stelle, wo Sie den Skill gar nicht mitbringen, dann können Sie doch nicht das gleiche Gehalt verlangen. Also Sie müssen sich doch überlegen, was bringen Sie für einen Mehrwert für diese Stelle mit, wo das auch gerechtfertigt ist. Das ist dieses Beispiel, was ich mit diesem Berater genannt habe. 90.000 und ein Dienstwagen. Ich kann auch nicht davon ausgehen, dass wenn ich mich auf so eine Stelle mit einer 38-Stunden-Woche, wo ich vorher 70 oder 80 Stunden gearbeitet habe, das gleiche Gehalt kriege. Da muss ich doch sagen, es ist nur die Hälfte der Arbeitszeit, also muss es sich auch irgendwo im Gehalt niederschlagen. Also diese Bedingungen einfach nochmal ein bisschen mit berücksichtigen, wenn Sie sich später mal bewerben, weil ich das oft sehe, dass die Leute dann von mir aus 8 Jahre bei der Volksbank gearbeitet haben und meinen, sie wollen jetzt 60.000 Euro haben und ich sage, der bringt für die Stelle überhaupt nichts mit, der spricht kein Englisch, der ist nicht international ausgerichtet, der will 60.000 Euro haben, ich habe hier 5 Absolventen gerade stehen, die würde ich auch einstellen für 50.000 und die bringen das alles mit. Warum soll ich den jetzt von der Volksbank anstellen? Dann nutzt ihm seine Berufserfahrung auch nichts, ehrlich gesagt.
Denn die anderen, die schon 5 Jahre da sind im Unternehmen, die ich mit 50.000 eingestellt habe, die verdienen jetzt vielleicht, sagen wir mal, 63, ja, um eine Zahl nochmal zu nennen. Und wann, wenn das dann der Fall ist, dann kommt der, der aus der Volksbank kommt, der nichts anderes gemacht hat, der das ganze Unternehmen nicht kennt, der verdient dann so viel wie die, die schon 5 Jahre da sind. Das will man nicht. Aber das ist unsere Personalpolitik, wir machen das halt so, und in anderen Unternehmen ist das anders, aber nur mal so für Sie nochmal, um das ein bisschen zu verstehen und auch zu berücksichtigen. Genau, und dann ganz am Schluss, dann sind wir auch durch, welche, also Fragen, ganz am Schluss, das hatte Frau Ruppert ja auch noch schön in den Interviews gemacht, wenn Sie das gesehen haben. Am Schluss, haben Sie noch Fragen, kam gar nicht, irgendwie nochmal die Gelegenheit, Sie haben 2 Fragen und es kam fast nichts eigentlich zu der Stelle oder sowas, oder wie es weitergeht, das ist natürlich auch nochmal wichtig. Ganz oft sitzen Bewerber dann da und wir sagen, haben Sie denn noch Fragen? Nein, ich habe keine Fragen mehr. Da denke ich mir, das kann doch nicht sein. Also wir haben jetzt echt 1,5 Stunden, die hier die Leute gelöchert haben, was über das Unternehmen erzählt, und die haben keine Fragen an uns. Also das gibt es nicht. Das passt irgendwie nicht. Also welche konkreten Aufgaben landen auf meinem Schreibtisch, können Sie fragen. Mit welchen Bereichen werde ich besonders eng zusammenarbeiten? Handelt es sich um eine neu geschaffene Position oder ist da jemand, ist es eine Nachbesetzung? Ist der Vorgänger noch an Bord? Wer macht die Einarbeitung? Ja, das können dann Sachen sein, die dann gefragt werden. Was erwarten Sie von mir als neuen Mitarbeiter? Die Führungskraft immer schön fragen, das kommt auch sehr gut. Inwieweit beeinflusst die neue Produktlinie oder die, was weiß ich, die Solartechnologie oder das Einführung von E-Mobiles, Mobile sozusagen, also irgendwie solche Geschichten, die Aufgaben Ihr Unternehmen oder ähnliches. Also alles, was Sie wissen sollen, sollten Sie auch in dem Gespräch mit versuchen zu klären. Vermeiden Sie es bitte, so einen Fragekatalog von 40 Fragen zu stellen, also wirklich wichtige Fragen. Wenn Sie dann nochmal zum 2. Mal eingeladen werden, können Sie nochmal nachhaken an der einen oder anderen Stelle. Aber ich habe das auch schon im Gespräch gehabt, dass dann so ein ganzer Fragenkatalog rausgeholt wurde und ich dann so nach 20 Minuten dachte so, okay, also jetzt wird es ein bisschen zu lang. Das ist auch, macht auch keinen guten Eindruck. Es sollte auch noch irgendwie ein bisschen passend zu der Gesamtsituation sein. Genau. Und dann nur nochmal so Tipps, wie gehen Sie mit den Gesprächspartnern, also wie gehen die untereinander um? Wird da auch mal gelacht oder ist das, fritzeln die sich da schon die ganze Zeit an? Werden Sie höflich behandelt? Ganz wichtig, Sie sind Bewerber, vielleicht passen Sie nicht hundertprozentig zu dem Job, vielleicht kriegt man das erst in dem Gespräch raus. Aber es ist kein Grund irgendwie, dass Sie von anderen Menschen irgendwie abgekanzelt werden oder sonst irgendwas. Ich halte auch nichts von diesen ganzen provokativen Fragen, wo man Leute in so Stressinterviews bringt, aber das gibt es alles. Also das darf man nicht vergessen, ich finde das nicht schön. Ich finde, das ist ein Gespräch, sollte auf Augenhöhe stattfinden, man sollte Ihnen wertschätzend gegenüberkommen. Und wenn das nicht passt, dann kann man das im Gespräch auch feststellen, das kann man auch sagen. Wenn Sie sagen, ich glaube, das passt doch nicht, ich habe mir das anders vorgestellt, wenn sich das im Gespräch schon ergibt für Sie. Aber deswegen kann man trotzdem höflich bleiben. Genau, welche Atmosphäre spüre ich und werden Ihre Fragen dann eben auch beantwortet? Das sind auch Dinge, die einfach nochmal so ein bisschen, worauf Sie achten können und sollten.